das ein Drittel der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung aus dem Wirtschaftskreislauf herausnimmt, zurückgibt, mit dem Ergebnis, dass die Armut im Land steigt. Das heißt, ich kann dem Sozialstaatsprinzip sehr wohl entsprechen, indem ich den sozialen Ausgleich anders organisiere. Aber wenn du weniger Geld in den sozialen Staat, was da immer noch übrig ist, reinstecken willst, dann werden die Leute ja, die wenig haben und auf den sozialen Staat angewiesen sind, noch weniger haben. Nein, sie werden anfangen zu arbeiten und sie werden mehr Netto vom Brutto haben. Was ist mit den Leuten, jetzt kommt Thilo wieder mit so einer, er könnte jetzt den Fakt bringen, dass wir in Deutschland laut offiziellen Zahlen, die wirklich an allen Ecken und Enden schön gerechnet und Arbeitslose haben, es sind wohl eher 5 Millionen plus noch 2 Millionen Leute, die in Teilzeit arbeiten und gerne Vollzeit arbeiten würden. Also eigentlich haben wir nochmal die doppelte, dreifache Menge also an Leuten, die eigentlich in Arbeit gebracht werden müssen. Aber sagen wir mal die offiziellen Zahlen. 2,5 Millionen Arbeitslose, aber nur 800.000 offene Stellen. Also es gibt dreimal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Anfang der 70er Jahre gab es 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Also wir haben gerade keine Vollbeschäftigung, sondern wir haben wir haben Nachfragemangel. Also die Leute können nicht arbeiten, wenn es die Arbeitsstellen nicht gibt. Also das wäre jetzt der Einwand, den man hier sofort bringen sollte. Und was das Bürgergeld angeht, das Bürgergeld ist nicht höher als Hartz IV. Das heißt, wenn man die Leute dazu motivieren sollte zu arbeiten, dann müsste man vielleicht mal den Mindestlohn erhöhen. Und nochmal zum Bürgergeld, das war ja gerade das, was Maximilian Krah kürzen wollte. Das sind 25 Milliarden Euro. Also alleine im Bundeshaushalt sind 4-mal so hohe Geldmittel für die Renten, für die Zuschüsse zur gesetzlichen Rente vorgesehen. Also nicht für die gesetzliche Rente insgesamt, was über Beiträge eingenommen wird, sondern nur die Zuschüsse, die aus dem Bundeshaushalt kommen. Die sind 4-mal so hoch wie das, was der Bundeshaushalt für die, fürs Bürgergeld ausgibt. Also Maximilian Krah kümmert sich hier um ein absolutes Randproblem. Wenn er ein paar Millionen Euro, 100 Millionen Euro oder sogar ein paar Milliarden Euro beim Bürgergeld kürzt, dann ändert das wirklich nichts an der, fast nichts an der Größe des Sozialstaates. Der Sozialstaat wird, weil die Rente so ein unfassbar viel größeres Volumen hat als Bürgergeld, ähnlich groß bleiben, wie er vorher war. Also Maximilian Krah nennt hier bedrohliche Zahlen und will dann an einer absolut nötigen Randstelle kürzen. Also das ist absurd. Also ihr merkt es ja, das passt vorne und hinten nicht zusammen, was er erzählt. Aber er vertritt halt die neoliberale Grundhaltung, die in der AfD nun mal Konsens ist. Und arbeiten und trotzdem vom Sozialstaat Unterstützung brauchen. Die werden plötzlich, weil sie viel weniger Steuern und Abgaben zahlen, keine Unterstützung mehr benötigen. Nee, es gibt über 1 Million Menschen, die Arbeit haben und trotzdem nicht genug haben und darum von der Bundesagentur, vom Sozialstaat unterstützt werden. Weil sie so hohe Abzüge haben. Sie haben so hohe Abzüge. Nee. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was wir vorschlagen, unter anderem, ist ein sogenannter Kombilohn. Das heißt, wir wollen den Leuten nicht mehr einfach Geld geben, wenn sie zu Hause bleiben, sondern wir machen einen Kombilohn. Kombilohn habe ich da noch drin. Und sagen, ihr arbeitet, euer Lohn ist noch zu niedrig, weil ihr halt aufgrund eurer noch geringen Qualifikation und Arbeitserfahrung wenig verdient und wir geben euch was zum Arbeiten, zum Lohn dazu. Das ist etwas, was übrigens Viktor Orban eine gute Forderung. Also das ist eine gute Forderung gemacht hat. Interessantes Beispiel. Und zwar gibt es in allen mittelosteuropäischen Ländern ein großes Problem der Arbeitslosigkeit der Roma. Gerade in der Slowakei ganz so. Und Viktor Orban hat das Problem dadurch gelöst, dass er die Sozialhilfe, also die Zuwendungen ohne dass man arbeitet, hat er auf ein absolutes Minimum reduziert. Ganz massiv. Aber er hat einen Kombilohn eingeführt. Das heißt, wer ein bisschen arbeitet und zu wenig verdient, der kriegt einen Zuschuss. Und dadurch hat er erreicht, dass die Roma sich um sehr einfache Arbeit gekümmert haben. Und er hat auch dafür gesorgt, dass es diese Arbeitsplätze gibt. Er hat also zum Beispiel die Gemeinden in Ungarn verpflichtet, Gärtner einzustellen, die öffentlichen Wiesen mit Rasenmäher mähen. Und auf einen Schlag mussten die Roma, damit sie überhaupt Geld bekommen, weil die Sozialhilfe, die sie vorher hatten, war so gering, dass sie davon eigentlich kaum noch hätten essen können. Da waren halt wirklich Gutscheine dann dran. Mussten also früh zur Gemeinde und mussten anfangen, den Rasen zu mähen. Und nachdem sie das ein halbes Jahr gemacht haben und sich daran auch nach Jahren, wo sie eben eher wenig gearbeitet haben, daran gewöhnt haben, ist dann der Baumarktbesitzer gekommen und hat sie zum besseren Gehalt eingestellt. Das Ergebnis ist, dass Ungarn heute eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten der Roma-Bevölkerung hat. Politisch ganz interessant, die ungarischen Roma wählen ganz überwiegend Fidesz von Viktor Orban. Das heißt, wenn man Sozialleistungen. Ja, Jobgarantie oder staatliche Jobprogramme, sehr sinnvoll, aber das hat Maximilian Krah nicht für, wohl doch, er hat einen Kombilohn gefordert, das zugutehalten. Die Frage ist jetzt, in welchem Umfang soll das stattfinden? Gleicht das wirklich die wesentlich mehr als 2 Millionen Stellen aus, die in Deutschland fehlen, um die Arbeitslosen in Lohn und Brot zu bringen? Umwandelt, klüger macht, also statt Bürgergeld, Kombilohn.
Ja, aber dass man weniger Geld ausgibt. Da zahlt der Staat dann auch wieder die Hälfte des Lohns. Ja, aber die Leute qualifizieren sich weiter. Zu Anfang absolut korrekt. Zu Anfang zahlt der Staat die Hälfte. Aber diese Leute werden durch die Arbeitspraxis plötzlich attraktiv auf dem Arbeitsmarkt. Warum legst du den Lohn nicht so fest, dass der Lohn ausreichend ist? Weil dann keine Arbeitsplätze entstehen werden. Die Leute, die Arbeitgeber sagt, was ist mir wert, jemand, der keine Arbeitserfahrung hat, der keine Berufsausbildung hat, der erstmal lernen muss, wieder pünktlich zur Arbeit zu kommen und der nichts. Das ist die These von der individuellen Produktivität, die ist falsch. Produktivität ist nichts, was du auf individueller Ebene von der Grenzproduktivität, dass der Lohn danach bemessen wird, ist falsch. Produktivität ist nichts, was du auf individueller Ebene messen kannst. Produktivität ist nur was du auf volkswirtschaftlicher Ebene, schon auf Unternehmensebene wird schwierig, was du eigentlich nur auf volkswirtschaftlicher Ebene messen kannst. Wenn Arbeitgeber einen Bedarf an beispielsweise Putzkräften haben und es nicht genug Leute gibt, die sich da melden, dann werden da die Löhne steigen. Und es ist völlig egal. Also da kann der Arbeitgeber nicht sagen, ja, die Putzkraft, die erwirtschaftet weniger, denn wenn er weniger bietet, dann kommt halt niemand. Also dann muss er halt mehr zahlen. Und wenn es Mindestlohn gibt, dann muss er auch mehr zahlen. Da kann er nicht sagen, ja, die Putzkraft, die hat halt eine zu geringe individuelle Produktivität. Diese ganze These von dieser individuellen Produktivität, die ist falsch. Also auch der Manager kann in seinem Büro nur arbeiten, wenn jemand vorher das Büro geputzt hat. Auch die Schüler können nur in die Schule gehen, wenn vorher jemand die Schule geputzt hat. Also Putzfrau ist jetzt das einfachste Beispiel. Aber auch die Leute werden nicht darauf verzichten, sich zum Friseur zu gehen, nur weil der Friseurbesuch plötzlich doppelt so teuer ist. Die Leute werden sich trotzdem weiter ihre Haare schneiden lassen. Also zu sagen, ja, die Friseure, die haben so eine niedrige Produktivität, deswegen sollten die nur einen Stundenlohn von 5 Euro kriegen, ist schwierig, denn nach der Logik, okay, wenn man dann jetzt einen Stundenlohn von 12 Euro gibt, dann würden die ja alle, also dann würden ja alle Friseursalons zumachen und die Leute würden sich nicht mehr ihre Haare schneiden. Das passiert ja real nicht. Also die Tätigkeiten, die werden weiterhin gesucht und die werden dann eben zu einem höheren Lohn gesucht. Also das ist eine grundsätzlich falsche Vorstellung davon, wie Löhne sich ergeben. Das ist dieses neoklassische Arbeitsmarktmodell, was Maximilian Krah hier hat. Und Dankeschön, Nachtschmied, dass du hier rüber geradet hast. Ich shoutoute dich gleich. Schön, dass ihr da seid. Wir reagieren hier auf Maximilian Krah bei Jung und Naiv. Wir sind gerade bei Wirtschaftspolitik, also eigentlich dem Thema, mit dem ich mich ja sowieso am meisten beschäftige. Anderes tut, als jetzt vielleicht mal den Rasen zu mähen. Okay, 5 Euro ist er mir wert. Aber der Mindestlohn, sage ich mal, liegt bei 20. Dann sagt er, den stelle ich nicht ein. Dann mache ich einen Rasenroboter. Was heißt, ja, du willst ja, das wäre eine gesamtwirtschaftliche Produktivitätssteigerung. Das wäre doch sehr gut. Dann sind die Arbeitskräfte da frei geworden und die Gesamtwirtschaft produziert mehr. Das ist doch sehr, sehr sinnvoll. Also da muss der Staat dafür sorgen, dass es genug effektive Nachfrage gibt, damit diese Arbeitskräfte schnellstmöglich einen neuen Arbeitsplatz finden. Also dann ist die Produktivität gestiegen, dann ist die gesamte Volkswirtschaft reicher geworden. Das ist doch etwas sehr, sehr Sinnvolles, was man als Staat auf jeden Fall fördern sollte. Und höhere Löhne sind Produktivitätstreiber. Entsprechend sollte man für höhere Löhne sorgen. Das ist doch sehr sinnvoll. Man kann doch jetzt nicht sagen, wir sorgen hier für niedrigeres Produktivitätswachstum, damit wir Stellen, die besonders schlecht bezahlt werden, halten. Das ist doch keine gute wirtschaftspolitische Strategie, sondern da muss man Stellen schaffen, die besser bezahlt werden. Dafür muss man halt für eine hoch genug Nachfrage sorgen. Statt eines Sozialstaates den solidarischen Patriotismus. Ja. Was heißt das? Der solidarische Patriotismus ist das Sozialstaatskonzept der AfD. Das heißt, er sagt, dass jemand, der in Deutschland lebt, wissen muss, dass er aufgefangen wird. Aber das große Problem, das wir haben, ist, dass zurzeit die soziale Umverteilung vor allen Dingen eine Umverteilung zu Einwanderern ist. Also über 50% der Bürgergeldempfänger in Deutschland haben keinen deutschen Pass, sind also Ausländer, rechtlich gesehen. Und das führt nicht nur dazu, dass der Sozialstaat immer teurer wird, weil die Einwanderung voranschreitet. Es führt auch dazu, dass der Sozialstaat zu einem Einwanderungsmagneten wird. Der solidarische Patriotismus will das verhindern, indem er den sozialen Ausgleich, übrigens komplett verfassungskonform, im Kern beschränkt auf Leute, die entweder Staatsbürger sind oder aber die schon eine gewisse Zeit ins System eingezahlt haben. Aber er möchte verhindern, dass jemand über die Grenze kommt, sofort Nutznießer des Systems ist. Klar, Ausländer sind böse, alles klar. Aber erzählen Sie uns mal plastisch, was heißt dann, wie kann ich dann solidarisch-patriotisch sein? Ja, solidarisch bist du erstmal, indem du... Ja, aber also jetzt anhand eures solidarischen Patriotismus. Du bist deshalb... Also erstens gibt es so ein sehr, sehr schönes Buch, das heißt Solidarischer Patriotismus. Das ist, insofern ist das tatsächlich ein AfD-Codewort. Mit Sprudel, wenn es geht. Und der Punkt ist, dass wir den Patriotismus, also das Bekenntnis zum eigenen Land, wollen wir nicht nur verstehen als so eine Art Sonntagsreden-Patriotismus. Ja? Wir gehen einmal im Jahr zu irgendeinem Denkmal und haben halt eine schwarz-rot-goldene Fahne, sondern wir wollen klar machen... Wir sind auch solidarisch für Deutsche. Wir sind solidarisch in der Gemeinschaft der Staatsbürger. Deutsche bekommen Hilfe.
es bekommt derjenige Hilfe, der A, Staatsbürger ist oder B, der hier eingezahlt hat. Aber es bekommt nicht derjenige Hilfe, der gerade ankommt und sagt, ich will jetzt aber den vollen Satz haben. Das kriegt er nicht mehr. Das gilt dann auch für Kinder und Studenten in Deutschland, die haben ja auch nie eingezahlt? Die sind aber Staatsbürger. Ach so. Ich habe gesagt, Staatsbürger und jene, die eingezahlt haben. Du sagst auch, die Förderung und Lebenshilfe soll Familien und lokale Gemeinschaften übernehmen, statt jetzt der Staat. Wir haben ein Problem. Wir haben zum Beispiel hier in Berlin haben wir Bürgergeldempfänger, die sind in dritter Generation Bürgergeldempfänger. Das heißt also, die haben schon von ihren Eltern... Ja, das ist eine Katastrophe. Da muss man für Vollbeschäftigung sorgen. Da muss man dafür sorgen, dass die endlich in Beschäftigung kommen. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. In dritter Generation. Rechnet mal zurück. Eine Generation 20 Jahre, 40 Jahre, drei Generationen 60 Jahre. Rechnet mal zurück, das ist 1960. Also da sind die ersten Gastarbeiter hergekommen, die haben wahrscheinlich gearbeitet und dann sind sie bei den Entlassungswellen in den 70er Jahren vielleicht entlassen worden und sind dann ins Bürgergeld gerutscht. In den 70er Jahren, was ist da passiert? Da hat die Bundesbank die Zinsen hochgesetzt und die Arbeitslosigkeit in die Höhe getrieben. Und dann in den 80er Jahren ist Deutschland noch weiter auf neoliberale Politik umgestiegen. Ende von der Amtszeit von Helmut Kohl hat man dann auch noch auf Lohndumping gesetzt. Gerhard Schröder auch noch. Das hat die Arbeitslosigkeit noch weiter hochgetrieben. Deutschland in eine richtige Rezession gestürzt. Arbeitslosigkeit von 10% hatten wir da zeitweise. Unter diesen Bedingungen haben sich tatsächlich Bevölkerungsschichten gebildet, die jetzt nicht sonderlich groß sind, die es aber gibt, die seit Generationen im Bürgergeld leben. Also das ist eine Folge von der hohen Arbeitslosigkeit, die wir im Gefolge des Neoliberalismus hatten. Also das kann man nicht anders sagen. Die neoliberale Wirtschaftspolitik hat dazu geführt, dass wir solche Bevölkerungsschichten haben. Das heißt, das einzige adäquate Gegenmittel, was man hier finden kann, ist Vollbeschäftigung und nicht Schwächung des Sozialstaates. Es übernommen, dass man eigentlich nicht arbeiten muss. Das Problem, was wir haben, besteht darin, dass der heutige Sozialstaat des Sozialgesetzbuches, der 11 Sozialgesetzbücher, dass er Geld gibt, aber nicht schaut, was die Leute mit dem Geld machen. Wenn du zum Beispiel dich mal mit einem Tankstellenpächter unterhältst, dann wird er dir sagen, dass an dem Tag, wo das Bürgergeld ausgezahlt wird, werden oft Taxifahrer gerufen, damit die mit dem Geld, das jetzt frisch auf dem Konto ist, zur Tankstelle fahren und abends ein bisschen für die Abendparty ein bisschen Alkohol holen. Lass mal weg von der anekdotischen Evidenz. Ja, aber das ist, zu deinem also ich möchte dem das Verständnis, so dass die Leute also, verstehen, was ihr damit Förderung durch die Familie merkt. Was wir damit wollen, ist, dass jemand, der jetzt, sagen wir mal, jahrelang auf Bürgergeld ist, dass dem auch jemand zur Seite gestellt wird, der ihm hilft, wieder ins Erwerbsleben zurückzufinden. Wer soll das sein? Ja, dafür braucht es erstmal Arbeitsstellen. Also es reicht doch nicht, dass man die Leute dazu motiviert, wieder arbeiten zu wollen. Dafür braucht man auch angebotene Arbeitsplätze und die gibt es in vielen Regionen Deutschlands schlichtweg nicht. Idealerweise NGOs. Die man dafür unterstützt. Statt der Stadt. Der Stadt macht's ja nicht. Ja, aber jetzt kriegt man ja von Bundesagentur für Arbeit. Du kriegst einfach Geld. Das kriegst du auch weiter, aber du musst es kombinieren mit Lebenshilfe. Nee, das meint ja nicht. Ihr meint ja Stadt, dem Sozialstaat, wo das Geld herkommt. Was ich gesagt habe, kein Geld mehr, also eher Kombilohn statt Bürgergeld nach einer gewissen Zeit. Ne? Das ist das Erste. Dann musst du schon mal arbeiten, das disziplinieren. Ja, aber dann brauchst du auch eine angebotene Stelle, sonst kannst du keinen Kombilohn bekommen. Also fordert Kai hier jetzt eine Jobgarantie implizit. Also das wäre jetzt eine Frage, wie stehst du dann zur Jobgarantie? Also, wenn Leute Kombilohn erhalten wollen, dann müssen sie ja einen Arbeitsplatz angeboten bekommen. Wenn sie keinen Arbeitsplatz angeboten bekommen, geht kein Kombilohn. Also das wäre jetzt eine Frage an der Stelle. Und das Zweite ist, kombinieren der Leistungen, die du bekommst, mit Lebenshilfe. Du musst bereit sein, auch an dir zu arbeiten. Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich's und jetzt bleibe ich die nächsten 10 Jahre bleibe ich auf Hartz. Das geht nicht, weil das ruiniert uns. Bist du gegen das Bürgergeld? Das Bürgergeld in der heutigen Form ist ein Leistungskiller. Weißt du, wie hoch das ist? Du kriegst volle Miete, volle Nebenkosten und hast einen Satz. 563 Euro ist, glaube ich, der Bürgergeldsatz. Und ja, natürlich kriegst du Miete und Nebenkosten. Also das ist ja selbstverständlich, dass du dir eine Wohnung leisten können musst. Von rund 500 Euro. Bist du sicher? Ja. Der Regelsatz liegt bei 563. 563, ne? Ja. Für alleinstehende Personen. Bis für Mindestlohn. Das Problem beim Mindestlohn ist, also es sollte einen Mindestlohn geben, das Problem beim Mindestlohn sind zwei Dinge. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Denn die AfD schreibt in ihrem Programm, ja, es braucht einen Mindestlohn. Der Mindestlohn sollte so hoch sein, dass die Menschen im Alter nicht in Armut leben. Der sollte so hoch sein, dass man in der Rente dann immer noch genug hatte. Und der Mindestlohn, der müsste dafür aktuell bei 14 bis 15 Euro liegen. Eher 15 Euro. Eher 15 Euro müsste aktuell liegen. Und jetzt bin ich gespannt, was Kra gegen den höheren Mindestlohn sagt. Das BSW fordert ja eine Erhöhung auf 14 Euro. Der Mindestlohn sollte regional verschieden sein. Also ein Mindestlohn in München sollte sicher höher sein als ein Mindestlohn in Sachsen.
Auch in Sachsen, ja. Wie hoch sollte der Mindestlohn in München sein im Vergleich zu Sachsen? Ich denke, dass man das regional festlegen sollte anhand von bestimmten Preisindizes. Kann ich dir nicht auf den Kopf sagen. Wie hoch sollte denn in Sachsen sein? Ich denke, dass 10 bis 12 Euro in Sachsen durchaus angemessen sind. Wer liegt das fest? Das ist zu niedrig. Also ein bisschen höher sollte da auch sein. Also, aber ja, da würde ich gerade zustimmen, dass man in besonders reichen Regionen höhere Mindestlöhne bräuchte. Und wettbewerbsfähiger sind, die haben eine höhere Produktivität. Das ist die Frage, wie fein kann man das untergliedern? Aber dass so Länder wie Bayern vielleicht mal voranschreiten sollten und sagen, okay, wir sind besonders produktiv, wir sind besonders reich, wir leisten uns jetzt einen Mindestlohn von 16 Euro. Wird nicht passieren, da Bayern halt eine neoliberale Regierung hat, aber könnte es machen. Also das wäre ja wirklich mal eine gute Idee. Das meine ich, sollten das die Tarifpartner festlegen. Und die sei gegrüßt, Nachtschmied. Danke für den Raid nochmal, wenn du das vorhin nicht mitbekommen hast. Hatte mich damals schon gedankt und dir einen Shoutout rübergeschickt. Aber jetzt scheinst du ja im Chat zu sein. Die kann man im Zusammenarbeit. Du schreibst, die Idee ist cool. Ja, wie gesagt, regional unterschiedliche Mindestlöhne auf jeden Fall sinnvoll, weil es ja regional unterschiedliche Produktivitäten gibt. Das gibt es ja auch in europäischen Ländern. Also es wäre ja auch bescheuert, in Bulgarien gleich als in Deutschland. Natürlich muss der Mindestlohn in Deutschland viel, viel höher sein als in Bulgarien. Und das hat nicht nur mit Preisindizes zu tun, wie Kra hier gerade gesagt hat, sondern auch mit der Produktivität. Die Produktivität in Deutschland ist nämlich allgemein viel höher als die beispielsweise in Bulgarien. Produktivität in Bayern, die wird auch, wenn man, ich weiß jetzt nicht die konkreten Werte, aber wenn sich das anguckt, die wird höher sein als die Produktivität in Mecklenburg-Vorpommern und dementsprechend sollte der Mindestlohn in Bayern auch höher sein als in Mecklenburg-Vorpommern. Machen und der Landtag soll es bestätigen. Du weißt aber, dass gerade in Sachsen die wenigsten Angestellten oder Leute, die einen Job haben, tarifgebunden sind. Das machen die dann? Partner. Der gilt ja dann per Gesetz. Die machen einen Vorschlag an den Landtag und der Landtag beschließt es. Man kann auch eine Berechnungsformel festlegen. Ich glaube, dass das regional entschieden werden sollte. Und wenn der Landtag sich nicht darauf festlegen kann, dann gibt es keinen Mindestlohn? Wenn der Landtag sich nicht festlegen kann? Nein, es gibt einen nationalen Mindestlohn, ähnlich wie in den USA, von aktuell 12,41 Euro. Und jeder Landtag, der kann dann höheren Mindestlohn festlegen. Also das wäre die einzig sinnvolle. Könnte ja ein total neoliberales Bundesland sagen, so, wir schaffen den Mindestlohn ab und setzen jetzt auf Lohndumping als Wettbewerbsstrategie. Das wäre ja absolut toxisch. Also da könnte ja ein Bundesland plötzlich sagen, so, wir zahlen hier extra niedrige Löhne, bitte alle Unternehmen kommt hierher. Also dann würde es ja diesen Wettbewerb, den wir auf europäischer Ebene schon haben, den Zusammenhalt der Eurozone gefährdet, dann hätten wir diesen Wettbewerb auch noch auf Bundeslandebene. Das wäre ja total gefährlich. Deswegen sollte es Bundesländern ja nur erlaubt sein, höhere Mindestlöhne festzulegen und es sollte eine nationale Untergrenze geben. Ken the Brain fragt gerade, zur Vollbeschäftigung kommt man doch nur, wenn man die Produktivität erhöht. Nein, zur Vollbeschäftigung kommt man, wenn die Nachfrage ausreicht, damit die Arbeitskräfte, die frei sind, auch nachgefragt werden. Also unabhängig von der Produktivität. Wenn die Produktivität höher ist, dann braucht man sogar eine noch höhere Nachfrage, weil Produktivität bedeutet ja, eine Erhöhung der Produktivität bedeutet ja, du machst mit weniger Input oder also mit weniger Arbeitskräften mehr Output. Das heißt, du brauchst dann noch eine höhere Nachfrage, um die Produktion abzugreifen und die Arbeitskräfte in Beschäftigung zu bringen. Also der entscheidende Faktor für Vollbeschäftigung ist nicht die Produktivität, sondern die Nachfrage. Höhere Produktivität sorgt sogar dafür, dass du noch mehr Nachfrage brauchst. Kann, dann legt der Landtag sich nicht fest. Das ist meines Erachtens, soll das regional festgelegt werden. Man kann dem Landtag eine Vorgabe machen, was die absolute Untergrenze ist, das soll man regeln. Aber ich glaube, dass der Mindestlohn besser regional festgelegt wird als bundeseinheitlich, weil wir eben so groß... Ja, da würde ich zustimmen. Er hat gesagt, man kann eine Untergrenze machen. Da hätte ich jetzt gerne ein klares Bekenntnis. Ja, es braucht eine bundeseinheitliche Untergrenze, damit eben nicht damit ein Bundesland dann nicht auf Lohndumping setzt. Also am Ende sagt dann ein Bundesland, keine Ahnung, Berlin oder so, wir haben jetzt gar keinen Mindestlohn mehr, Unternehmen, kommt alle zu uns, ihr könnt hier Leute für 2 Euro die Stunde anstellen. Also das wäre ja brandgefährlich. So Unterschiede haben. Du hast in deiner Rede auf dem Parteitag, als du Spitzenkandidat wurdest, auch die flaschensammelnden Rentner genannt. Was können die von dir erwarten? Die machen tatsächlich einen Großteil des Sozialstaates aus. Die Rente ist die absolut wichtigste Sozialleistung, die es in Deutschland gibt, auch im Bundeshaushalt, wie gesagt. 4-mal so viel Geld allein aus dem Bundeshaushalt fließt in die Rente im Vergleich zum Bürgergeld. Und deiner Politik? Was machst du für die? Eine Sicherung ihrer Rente. Also ein Ausbau des Sozialstaates. Vorhin hat er doch noch darüber geschimpft, wie groß der Sozialstaat sei. Das ist ja jetzt ein vollkommener Widerspruch. Also die Sozialleistung, die am meisten Geld frisst und die berechtigt am meisten Geld frisst. Ich bin sehr dafür, die Renten zu erhöhen. Ich bin sehr dafür, das Rentenniveau allgemein anzuheben, die Grundsicherung im Alter deutlich anzuheben, bin ich überall dafür. Aber da kann er vorhin nicht auf den Sozialstaat schimpfen. Denn die Rente ist, wie gesagt, die mit Abstand teuerste Sozialleistung. Problem, dass die gehen ja jetzt auf Flaschen sammeln, weil sie zu wenig Rente haben. Ja. Ihr seid gegen das Rentensystem. Wir müssen das Rentensystem so umbauen, dass es zukunftsfest wird. Das ist es zurzeit nicht. Ja, jetzt ist die Rente der
Jetzt bin ich gespannt. Also denn meiner Meinung nach ist das Rentensystem sehr, sehr zukunftsfähig. Flaschen sammeln Renten ja schon zu niedrig. Genau. Die leiden unter Altersarmut. Wir haben ein Rentenkonzept vorgelegt, das sicherstellt, dass es ein gewisses Mindestsatz gibt. Du bist gegen die gesetzliche Rente an sich? Nein. Du bist gegen die Rentenversicherung? In ihrer heutigen Form funktioniert sie ja nicht. Wir müssen sie umbauen. Aber es muss eine öffentliche Rentenkasse geben. Das sagt die AfD, da gibt es ein Rentenpapier dazu. Es muss eine gesetzliche Rentenkasse geben. Aber die heutige Rentenkasse hat ja eine Schieflage. Zurzeit ist es so, dass der Zuschuss zur Rentenkasse ist der größte Einzelposten des Bundeshaushalts. Das heißt, die Rentenkasse ist so defizitär, dass der Bundeshaushalt mit seinem größten Einzelposten sie einigermaßen ausgleichen muss. Das heißt, diese Rentenkasse, wie wir sie jetzt haben, funktioniert nicht. Wer heute in deinem Alter in die deutsche Rentenversicherung Bund einzahlt, was du wahrscheinlich nicht tust, denn du bist privat abgesichert, der weiß, dass er am Ende aus dieser Rentenkasse nichts bekommen wird. Das heißt, die Rentenkasse in ihrer heutigen Form ist ein Schmuh. Sie zahlt den Alten zu wenig und den Jungen macht sie ein Versprechen, das nie und nimmer eingehalten wird. Aber immer das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge, es deckt sich nicht mit den Zahlen. Also die Zahl der Renten, also die Zahl der 67-Jährigen und Leuten, die noch älter sind, wird von 2022 bis 2030 ungefähr 0,4% pro Jahr wachsen. Das kann man ja sehr gut prognostizieren, wenn sich ein Anstieg der Lebenserwartung, wenn sich die Geburtenrate und die Einwanderung, aber wenn man sich das alles ansieht, dann kann man das ja relativ gut prognostizieren. Die wird um 0,4% wachsen. Das heißt, wir brauchen nur ein Wirtschaftswachstum von 0,4%, damit die Finanzierung der Rente nur ein Verteilungsproblem zusätzlichen Volkseinkommens ist. Das heißt im Klartext, also ein Wachstum von 0,4%, das ist ein sehr niedriger Wert für ein Industrieland. Man kann sagen, Industrieländer, die wachsen aktuell mit rund 1% oder sogar ein bisschen mehr pro Jahr. Also das ist absolut realistisch, dass Deutschland sogar noch stärker wachsen wird. Ich meine, wir werden ja auch nicht immer so unfähige Regierungen haben wie jetzt gerade die Ampel. Also die Finanzierung der Rente, die ist kein Problem. Also niemand muss ärmer werden, damit wir das Rentenniveau, was wir aktuell haben, halten können. Das ist einfach eine Lüge. Das ist eine Lüge, die Maximilian Krah hier verbreitet, um uns irgendeinen neoliberalen Quatsch verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was er uns verkaufen will. Das wird er uns vielleicht gleich noch erzählen. Aber das stimmt einfach nicht. Es deckt sich nicht mit den Zahlen. Das war auch schon in den letzten Jahrzehnten immer so. Von 1950 bis 2022 ist die Zahl der 67-Jährigen und Leute, die noch älter sind, 1,5% pro Jahr gewachsen, die Wirtschaft ist 1,3% pro Jahr gewachsen. Das heißt, das Wirtschaftswachstum war mehr als doppelt so hoch wie das Wachstum der Zahl der Rentner. Also die Finanzierung der Rente war nie ein Problem. Das stimmt einfach nicht. Sehen auch jede Menge aus und du bist da ganz klar gegen die gesetzliche Rente. Nein, bin ich nicht. Ich sage, wir brauchen eine gesetzliche Rentenkasse, aber die Rentenkasse, die wir zurzeit haben, ist ein Betrug an den Jungen. Wir müssen also eine Rentenformel finden, die dafür sorgt, dass auch wer jetzt einzahlt, er nicht den Eindruck hat, er wird betrogen. Aber sind ja ein Betrug an den Alten? Nee, die Jungen zahlen ein und kriegen gar nichts raus. Ja, aber wenn diejenigen, die jetzt eingezahlt haben. Also den Jungen, den kann man problemlos ein Rentenniveau, was wesentlich höher ist als das jetzige, garantieren, wenn man das wollte. Wenn man das politisch wollte. Wie gesagt, wir haben ja auch noch Millionen Leute, die gar nicht sind. Also könnte die Wirtschaft sogar noch stärker wachsen, als diese nur 1% pro Jahr, die das Produktivitätswachstum hergibt. Also völlig absurd, was Kai erzählt. Hat nichts mit der Realität zu tun. Es stimmt einfach nicht, was er hier erzählt. Da könnte Thilo widerspricht hier, ja, aber da könnte er ja mal mit ein paar Zahlen kommen. Also das Thema Rente, da ist Krah anscheinend völlig aufgeschmissen. Wir haben ihr ganzes Leben immer noch zu wenig haben. Es werden alle betrogen, das ist wahrscheinlich richtig. Also wie der Rentenbeitrag in Deutschland. Ich hab trotzdem nicht verstanden, was du jetzt gegen die Rentenarmut genau tun wollt. Also, was die da AfD will einen Sockelbetrag einführen, der garantiert wird. Nämlich? Hab ich nicht im Kopf. Gibt es ein Papier vom Bundesparteitag in Karlkar aus dem Jahr 2021? Was wäre denn? Das muss ich mir mal ansehen. Das Konzept habe ich mir tatsächlich noch nicht angesehen. Genauso wie den solidarischen Patriotismus muss ich mir auch mal ansehen. Also ein Sockelbetrag, natürlich, den muss es geben. Also wie gesagt, deutliche Erhöhung der Grundalter auf ein Niveau, das garantiert, dass kein Rentner mehr in Armut leben muss. Also es darf keine Kinderarmut geben und es darf keine Armut von Rentnern geben. Ich glaube, das sollte eigentlich etwas sein, auf das wir uns relativ schnell einigen können. Bei Bürgergeldempfängern wird ja gesagt, ja, die können ja arbeiten. Wie gesagt, können sie nicht. Es gibt nicht genug freie Stellen. Andere Debatte, aber Rentner, da wird ja niemand fordern, dass die mit 75 Jahren noch arbeiten gehen. Und Kinder, da wird ja auch niemand fordern, dass die doch bitte neben der Schule noch arbeiten gehen sollen. Also wir könnten uns doch wenigstens auf diese zwei Dinge einigen. Keine Altersarmut, keine Kinderarmut. Also ist jetzt ein Vorschlag von mir an alle, die halbwegs normal im Kopf sind und nicht komplett vom Neoliberalismus Gehirn gewaschen worden. Aber das scheint auch das zu sein, wie gesagt, ich muss mir das Konzept von dem Rentenparteitag nochmal ansehen. Aber Krah nennt uns hier jetzt ja auch keinen Betrag. Das finde ich dann doch ein bisschen schade. Denn deine Summe? Was wäre also die Mindestrente, die jeder Deutsche denn haben sollte, damit er nicht mal Flaschen sammeln muss? Da muss ich das tatsächlich passen, weil ich dazu zurzeit die Lebenshaltungskosten, die ja auch regional verschieden sind, nicht kenne. Aber es sollte sicherlich ein Betrag sein, Pi mal Daumen, der ungefähr 1.000 Euro beträgt. Mit 1.000 Euro
pro Monat, wenn Menschen nicht mehr Flaschen sammeln müssen. Glaubst du? Also absolute Mindestrente mit 1000 Euro. Damit kann man seine Miete zahlen. Damit kann man essen. Also es gibt ja noch Witwenrente. Also nehmen wir mal an, du hast ein Rentner-Ehepaar, das hätte dann 2000 Euro. Soll Oma noch hoffen, dass Opa stirbt oder was? Was? Soll Oma noch hoffen, dass Opa stirbt? Nein, beide sind zusammen, beide haben Mindestrente. Dann hätten sie beide zusammen 2000 Euro. Also für 2000 Euro kannst du. Ja, also es ist ja schon sinnvoll, dass da die Miete komplett übernommen wird. Also, ja. Eine Miete bezahlen. Und du kannst deinen Kühlschrank füllen. Mhm. Nochmal, ich weiß, dass das sehr wenig ist. Das hat nur einen Nachteil. Bereits heute ist es eben so, dass die Rentenkasse in einer unglaublichen Schieflage ist. Stimmt einfach nicht. Der Rentenbeitrag liegt bei 20%. Der wird absehbar nach der heutigen Formel bis Ende des Jahrzehnts steigen in Richtung 30%. Das führt wiederum dazu, dass Arbeit sehr unattraktiv ist. Ja. Da kann man Rentenbeiträge auf Kapitalerträge erheben, da kann man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, da kann man Beamte und Selbstständige mit einbeziehen, also auch Politiker wie Maximilian Krah kann man dann, die können dann Rentenbeiträge zahlen. Also das ginge alles, das könnte man politisch beschließen. Aktuell werden nur auf 50% des Volkseinkommens Rentenbeiträge erhoben. Wir müssen dafür sorgen, dass endlich auf 100% Rentenbeiträge erhoben werden. Und da kann man natürlich auch sagen, dass ganz hohe Rentenbeiträge, die man dann zahlt, auch nicht mehr zu einer adäquaten Erhöhung der Rente führen, sondern das nach oben hin abschmilzt. Wie man das dann auch rechtlich konform machen kann, sind jetzt Detailfragen, über die braucht man nicht reden. Aber aktuell, wie gesagt, zentrale Zahl, nur auf die Hälfte des Volkseinkommens werden aktuell Rentenbeiträge erhoben oder Sozialbeiträge allgemein, das können wir bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung genauso machen. Wir müssen dafür sorgen, dass auf das gesamte Volkseinkommen Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Dann würden die Beiträge deutlich sinken. Und die Reichen müssten halt etwas mehr bezahlen, aber wir hätten weiterhin den Sozialstaat, den wir heute haben. Das ginge, wenn man das politisch wollte, aber die AfD will das ja anscheinend nicht. Also Krah hat ja vorhin über den ach so großen Sozialstaat geschimpft. Aktiv wird. Denn es bleibt eben vom Brutto kaum etwas übrig. Dazu kommt aber noch, es bleibt nicht nur vom Brutto nichts übrig, sondern die Leute wissen, das, was wir da zahlen, dafür kriegen wir nie was. Denn für uns bleibt noch weniger übrig. Das bedeutet, wenn wir das endlos ausweiten, stehen wir vor dem Problem, dass die Leute einfach nicht mehr arbeiten. Insbesondere die niedrigen Lohngruppen werden so unattraktiv, dass die Leute aufhören zu arbeiten. Dann fallen noch mehr Einzahler weg. Das heißt also, wir sind einfach in einer Situation, dass wir zwar etwas tun können, in kleinen Schritten, dass aber das, was eigentlich wünschenswert wäre, aufgrund der ökonomischen und demografischen Situation nicht möglich ist. Aber wünschenswert wäre doch, wenn es keine Altersarmut gäbe und keine armen Rentner, korrekt? Ja, absolut. Das heißt ja, dass in diesem System, diesem Rentensystem, was das Geld auszahlt, mehr Geld sein müsste, damit diese Menschen... Aber das muss ja herkommen, irgendwo das Geld. Ja. Von den Reichen. Also Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Oder von den Beamten und den Selbstständigen. Also warum gibt es ein Pensionsniveau von 75%, aber nur 40%? Das ist doch irgendwie eine Schieflage, oder sehe nur ich das so? Also, dass die einen 75% ihres letzten Einkommens haben und die anderen nur 48%. Also da, ich sehe da eine leichte Inäquivalenz. Aber ihr wollt ja nicht, dass mehr Geld in diesem System drin ist. Das heißt, dann ist automatisch klar, dass die armen Rentner dass wir zurzeit bei der arbeitenden Bevölkerung, bei der Höhe der Steuern und Sozialabgaben jenseits des Verträglichen sind. Du kannst bei der Höhe der Steuern und Sozialabgaben, also bei der Differenz von Brutto zu Netto, kannst du nicht weiter erhöhen, weil die Arbeit... Wie gesagt, du kannst sie sogar senken, wenn du auf 100% des Volkseinkommens was erheben würdest. Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, Beamte und Selbstständige einzahlen lassen und auf Kapitaleinkommen Sozialbeiträge erheben. Das ginge, wenn man das wollte. Dann würde der Beitragssatz für die normalen Bürger deutlich sinken. Die Reichen müssten nur etwas mehr bezahlen. Also die Reichen müssten genauso viel bezahlen wie alle anderen auch. Also quasi Sozialismus. Als heute in Deutschland zu unattraktiv ist. Habe ich verstanden, aber dadurch wird es dann nicht mehr Geld in dem neuen Rentensystem geben? Du kannst ja ein bisschen umschichten. Also du kannst von wo denn? Aus dem Bundeshaushalt selbst. Aber das hast du gerade kritisiert. Man kann umschichten. Ich kritisiere, dass es so viel ist, weil das Rentensystem über Jahre nicht angepasst wurde. Aber du kannst natürlich deshalb umschichten, weil wir uns ja extrem viel linken Förderfonds leisten, den wir nicht brauchen. Also allein, dass wir zurzeit absichtlich wegen der Klimaschutzziele die deutsche Industrie zerstören und damit unsere Wirtschaft... Er hat gerade gar nicht gesagt, wie er für ein höheres Rentenniveau sorgen will, aber jetzt sagt er schon, wie er einsparen will. Also wie gesagt, Klimaförderfonds kann bestimmt ganz viel einsparen, aber ist doch sehr interessant. Erzählt hier gerade jede Menge... Ja, neoliberale Lügen, die vor allem von der Finanzindustrie gepusht wurden, damit sie irgendeinen Schwachsinn wie die Aktienrente oder die Riester-Rente durchsetzen kann. Und jetzt erzählt er uns das Einsparen. Ist doch alles sehr, sehr interessant.
Welche Grundlage würde die AfD beenden? Die AfD würde auch die Kosten der Einwanderung, die sich mittlerweile auf rund 50 Milliarden Euro pro Jahr, je nach Berechnung summieren, signifikant senken können. Das heißt, wir könnten schon kurzfristig Gelder freimachen, um eben eine Mindestrente einzuführen. Aber auch diese Mindestrente ist zwar besser, als was wir heute haben, um Längen. In Sachsen hat mittlerweile selbst ein Durchschnittsrentner keine 1.000 Euro, ja, nur damit das klar ist. Aber diese Mindestrente wird immer noch knapp bleiben. Ja. Wenn man sich dein Buch anguckt in Sachen Ökonomie und Steuern, dann bist du ja nicht nur gegen eine Vermögensteuer, was ja den Sozialstaat mehr Einnahmen generieren würde, bist du für eine generelle Abschaffung der Erbschaftssteuer. Steuerpolitik für Reiche, lese ich daraus. Ende gesetzlichen Rente haben wir jetzt gerade schon besprochen. Nicht wirklich. Sozialabbau. Glaubst du, dass ein Reicher heute wirklich Erbschaftssteuer zahlt? Ja, je reicher. Die Reichen zahlen weniger, ja. Thilo Jung will es gerade sagen. Ich sag's nochmal. Die Reichen zahlen weniger Erbschaftssteuer als die normale Bevölkerung. Da ist da elendig viele Schlupflöcher drin gibt. Also, jetzt nicht folgern, ach, die Steuer, die belastet einen reicheren Mittelstand mehr als die ganz Reichen. Schaffen wir sie ganz ab. Nee, muss man die Erbschaftssteuer reformieren und dafür sorgen, dass die Reichen, die Milliardäre, wirklich Steuersätze von 50%, 60%, 70% haben. Also, wenn du ein Aktienpaket im Wert von mehreren Milliarden Euro vererbst, dann kann man dir auch drei Viertel davon abnehmen, ohne dass das der Volkswirtschaft irgendwie schadet. Du bist, desto weniger Erbschaftssteuern zahlst du. Naja, also das Problem der Erbschaftssteuer ist doch, es ist doch zurzeit eine Steuer, die vor allem die Mittelschicht trifft und nicht die Reichen. Die Reichen zahlen keine Erbschaftssteuer. Ja, darum sollte es vielleicht gerecht sein und dass mindestens die Reichen also genauso zahlen. Also willst du jetzt in Österreich einmarschieren, weil es da das Privatsteuergesetz gibt, das Privatstiftungsgesetz. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Den Populismus lasse ich jetzt nicht durchgehen, weil der Punkt ist doch ganz einfach. Wenn du richtig reich bist, machst du eine Rechtswahl. Das heißt, du kannst, da bin ich nur mal Experte, du kannst jederzeit dein Vermögen so gestalten, dass es unter eine andere Rechtsordnung fällt. Es gibt einfach auf dieser Welt Rechtsordnung. Dagegen könntest du ja auch sein. Ja, man kann sagen, wer in Deutschland muss in Deutschland Steuern zahlen. Auf sein gesamtes Vermögen, auf sein gesamtes Einkommen. Es sei denn, er gibt seine Staatsbürgerschaft aus. Also Österreich auswandern, du kannst deine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben. Aber solange du Deutscher bist, zahlst du in Deutschland Steuern. Also die AfD ist ja immer so für Patriotismus und fürs Vaterland, aber dass man in Deutschland wenigstens Steuern bezahlt, wenn man meint, unsere Staatsbürgerschaft hier besitzen zu müssen, dann dafür ist man nicht. Da kann man ja immer die Rechtsordnung wechseln. Also das ist jetzt wirklich absurd. Das könnte man in den USA, ist das Gesetz. Wer US-Amerikaner ist, der muss in den USA Steuern zahlen. Warum können wir das in Deutschland nicht machen? Ich meine, wie denn? Die Position von den... Müsst du jetzt mit der Kavallerie kommen? Die Position der Familienunternehmer... Nein. Ich will vorschreiben, dass Leute, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, in Deutschland Steuern zahlen müssen. Und wenn sie auswandern wollen, ja, dann sollen sie eine andere Staatsbürgerschaft annehmen. Aber ja, dann sind sie halt Ausländer. Also dürfen sie ja sein. Aber wer halt die deutsche Staatsbürgerschaft hat, der soll in Deutschland Steuern zahlen. Der Superreichen in Deutschland decken sich mit ein. Du bist gegen die Erbschaftssteuer, du bist gegen die Vermögenssteuer. Weil sie nicht umsetzbar ist. Du bist gegen diesen Sozialstaat. Sie ist nicht umsetzbar. Doch, sie ist umsetzbar. Und auch die Vermögenssteuer wäre umsetzbar. Völliger Quatsch. Dieses Rentensystem, was unterscheidet denn deine, meiner Meinung nach, neoliberalen Position? Ich gelte in der Partei ja fast als Marxist. Ja, das weiß ich nicht, aber die Realität... Ja, das zeigt, wie neoliberal die AfD ist. Das ist doch sehr interessant. Also, wie völlig enthemmt der Diskurs da ist. Also, Beatrix von Storch, die hat sich ja nicht entblödet, Sarah Wagenknecht als Kommunistin, kurz nachdem das BSW gegründet wurde. Also das ist doch sehr interessant, wie völlig radikalisiert, wie völlig marktradikal der Diskurs in der AfD ist. Anders aus. Nein, die Realität sieht so aus, dass wir ein völlig dysfunktionales Rentensystem haben, das endlich mal reformiert werden muss. Und jeder, der dieses System, das Dysfunktionales reformieren will, muss sich anhören, dass er neoliberal. Also die Dysfunktionalität kommt von der Riester-Rente. Die Dysfunktionalität kommt von den Rentensenkungen unter Gerhard Schröder, die erst die Altersarmut, die wir heute sehen, möglich gemacht hat. Wenn wir noch das alte Rentensystem von 1957 dann ginge es vielen Rentnern heute wesentlich besser. Wenn wir heute noch Rentenniveaus hätten wie in den 70er Jahren, dann ginge es, also dann hätten wir lange nicht so großes Problem mit Altersarmut. Also ja, die Dysfunktionalität, die kommt eben von marktradikalen Reformen. Und die kommt halt von dieser Lüge, dass sich das Ganze nicht finanzieren ließe. Also damit wurde das Ganze ja begründet. Das Problem ist, wir haben einen Sozialstaat, der jedes Jahr teurer wird und aber noch mehr Armut generiert, als es vorher gab und der dazu noch ein massiver Migrationsmandant ist. Jeder, der diesen Sozialstaat in seiner heutigen Form angreift und umbauen will, muss sich anhören, er sei unsozial. Dabei gibt es einen Großteil der Armut, der erst dadurch produziert wird. Dann haben wir eine Erbschafts- und Vermögenssteuerdebatte, die völlig absurd ist, weil gerade die Superreichen, gegen die es immer geht, weder Erbschaft noch Vermögenssteuer zahlen. So blöd, dann wären sie schon blöd, wenn sie das tun würden. Das heißt, die ausschließlich die Mittelschicht trifft und die Mittelschicht verarmt lässt. Natürlich, wir kriegen in dem heutigen weltweiten System, wie es nun einmal ist, weil wir eben kein Deutschland wollen, wo in Berlin entschieden wird, wie das Steuersystem im Rest Europas aussieht. Das wollen wir nicht.
Leadership hin oder her. Nein, genau. Darum geht's nicht. Wer Deutscher ist, zahlt hier Steuern. Punkt. Das könnte man festlegen. Aus diesem Grunde ist es so, dass du oberhalb von, sagen wir mal, 20 Millionen imstande bist, dein Vermögen so zu strukturieren, dass du keine Erbschaftssteuer zahlst. Das heißt, du erwischst die Mittelschicht, die Familie. Also das wird mir jetzt zu blöd. Er wiederholt immer wieder den gleichen Punkt und ich sage euch, wie man das ändern könnte. Wer Deutscher ist, der sollte in Deutschland Steuern zahlen. Das muss gesetzlich festgeschrieben werden. Wenn du keine Steuern mehr zahlen willst, dann gib deine deutsche Staatsbürgerschaft auf. Also ich meine, Malta verkauft ja Staatsbürgerschaften. Also wenn du mit einer maltesischen Staatsbürgerschaft meinst, besser bedient zu sein, kannst du es ja machen. Unternehmer, diejenigen, die vielleicht 2-3 Häuser sich zusammengespart haben, die fettest du ab. So, und anstatt, dass die Superreichen auch Erbschaftssteuer zahlen, wie die Mittelschicht, wie sagst du, dann müssen wir Erbschaftssteuer ganz raus. Wie willst du die Superreichen erwähnen? Ja, Agi, dann geh halt in die AfD und Wirtschaftsminister. Nee, danke. Also die Maximilian Kratz zeigt dir ja sehr gut, warum ich mit der AfD, warum das absolut nicht meine Partei ist. Also die hat ja konträre Positionen zu den meinigen. Das sehen wir hier gerade. Zwischen in einem Europa, wo wir nicht entscheiden können, wie andere Länder ihre Steuersysteme. Ja, das wird da jetzt euer Problem. Der Schattenmacher als Queer-Beauftragter, das. Das finde ich schon witzig. Nicht neoliberal wert, aber ich stelle ja. Wie wirst du es denn? Na komm, es geht halt nicht. Ich stelle ja fest, dass deine Positionen, die du aufschreibst und hier nennst. Nein, sind einfach vernünftig. Sich sehr ähneln mit denen der Superreichen, mit der FDP. Also mit den Superreichen bestimmt. Keine nicht. Erbschaftssteuer, keine Vermögensteuer. Vermögensteuer haben wir ja bereits gar nicht. Ja, die wird nicht angewendet. Wir haben eine, aber die ist außer Kraft gesetzt. Weil die verfassungswidrig ist. Du Nein, die ist nicht. Das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Die die Werte, wie Immobilien bewertet wurden, die waren damals nicht aktuell und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, zu diesem kann man keine Vermögensteuer erheben, aber wenn die Immobilien neu bewertet werden, dann kein Problem, dann kann man wieder Vermögensteuer erheben. Also nicht die Steuer ist verfassungswidrig, sondern die Art, wie der Wert von Immobilien berechnet wurde. Also wirklich. Gut. Die Ausgestaltung der damaligen Vermögensteuer, das kann man ja anpassen. Nee, kannst du nicht. Weißt Natürlich. Du warum? Ich nenne dir ein Beispiel. Stell dir vor, irgendjemand hat von seiner Oma ein Gemälde geerbt. Dann ist das Vermögen. Jetzt stirbt die Oma. Jetzt hast du dann dieses Gemälde. So, damit du jetzt Das ist nicht der große Streitpunkt. Also Gemälde und sowas, darin steckt nicht das Vermögen in Deutschland. Das Vermögen steckt in Aktien, Immobilien und Land. Also oder dann noch in Schuldverschreibungen und so. Also das Aktien, Immobilien, Anleihen, Schuldverschreibungen, darin steckt das Vermögen und das kannst du relativ einfach bewerten. Also bei Aktien hast du Börsenkurs, bei Anleihen auch, bei Krediten weißt du auch, wie viel sie wert sind und bei Immobilien, da ist jetzt die Schwierigkeit, wie bewertest du die. Aber wenn das gelöst ist, dann kann man eine Vermögenssteuer erheben. Also da geht es nicht um Gemälde, das ist eine Ablenkungsdiskussion. Also das sind ein paar Prozent des Vermögens. Da kann man auch sagen, okay, das nehmen wir aus, weil man das halt nicht bewerten kann. Das ginge auch, aber ja. Also Kra will hier ablenken, um halt hier diesen Punkt durchzubringen, Vermögenssteuer böse, darf man nicht erheben. Maßen vernünftig machst, müsste jetzt ein Bewerter kommen und dieses Gemälde schätzen. Du hast einen bürokratischen Aufwand. Das ist doch immer das Problem aller dieser Umverteilungssysteme. Da kannst du ja sagen, der bürokratische diesen bürokratischen Aufwand hast du, je mehr das Leute das befasst, wenn du eine Vermögensteuer mit einem hohen Freibetrag hast, was weiß ich, 5 Millionen, 10 Millionen kann man ja machen, dann betrifft eine winzig kleine Zahl von Leuten, aber sie betrifft sehr große Vermögen. Das heißt, die Verwaltungskosten, die werden wirklich ja nur ein Bruchteil der Einnahmen. Und das ist ja das, was gefordert wird. Sowohl von der Linkspartei als auch vom BSW werden Vermögensteuern mit Millionen Freibeträgen gefordert. Also niemand fordert eine Vermögensteuer, die schon ab 100.000 Euro oder so erhoben wird, sondern es geht wirklich nur um das oberste Promille der Bevölkerung. Nicht mal um das oberste Prozent, sondern wirklich um die ganz, ganz Reichen. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass das von wenige Leute betroffen sind und dadurch, dass hier, es geht nicht um Gemälde, es geht um Aktien, Immobilien und Schuldverschreibung vielleicht noch, aber daran steckt der Großteil des Vermögens. Der steckt nicht in Gemälden. Also, und der steckt auch nicht in irgendwelchem Hausrat oder so. Darum geht es nicht. Es geht um Kapital. Aufwand ist so gigantisch und das Ergebnis ist eher so klein. Nein, das muss auch nicht, weil es gerade einer im Chat schreibt, jeder Bürger sein Vermögen offenlegen. Sondern die Bürger, die oberhalb dieser Grenze kommen. Und wie gesagt, wie viel deine Aktien wert sind, das weißt du. Das aktualisiert dein Broker. Also du kannst wirklich in dein Depot gehen und gucken, ach, so viel besitze ich gerade. Also das kann jeder Kleinanleger machen. Und das kann mir jemand, der milliardenschweres Aktienportfolio hat, erst recht machen. Wie viel die Immobilien wert sind, das muss jedes Jahr, also oder jedes Jahrzehnt muss man dann Zeitraum finden, neu bewertet werden. Das ist die Schwierigkeit. Aber auch die Immobilien, das wird im Grundbuch eingetragen und dann hast du diese Immobilie.
Also das ist ja nicht unbekannt, wem die Immobilien gehören. Der Staat hat ja eine Behörde. Ja, 1 Million Euro wäre auch noch eine zu niedrige Grenze, meiner Meinung nach. 10 Millionen Euro wären, glaube ich, besser. Sowohl für eine Erbschafts- als auch für eine Vermögensteuer. Was da drüber liegt, das sollte man dann aber auch ordentlich besteuern. Also wer jetzt, nehmen wir mal noch deutlich höhere Werte, Vermögen von mehr als 1 Milliarde hat, da kann man mit 10% Vermögensteuer dran gehen, um das abzuschöpfen, was diese Leute sich in den letzten 40 Jahren übermäßig angeeignet haben am volkswirtschaftlichen Wachstum. Ja, auch du kannst auch Gold zu Hause lagern, aber auch Rohstoffe machen nur einen Bruchteil aus. Das meist Aktien, Immobilien. In Wahrheit sind diese ganzen Steuerformen, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, ja, diese ganze Umverteilungsmaschine, die dient nicht den Armen, sondern sie erzeugt einen riesigen Apparat an überbezahlten und ökonomisch unnützen Beamten. Das, die Argumentation habe ich. Ja, das kann man dadurch beheben, indem man wirklich nur einen kleinen, also indem das dann dafür sorgt, dass das nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft, nämlich die wirklich Reichen. Indem man den Großteil der Bevölkerung da raus, so nicht viel Vermögen hat. Das kann man durch hohe Freibeträge regeln. Ich meine, es ist ja, sollte ja auch nicht das Ziel sein, das Einfamilienhaus zu besteuern, sondern es sollte ein Ziel sein, den zu besteuern, der 50 Häuser hat. Also über solche Leute reden wir hier ja. Ich von vielen neoliberalen Ökonomen hier in der Sendung gehabt, verweise ich gerne darauf, dass das ein riesengroßer Aufwand wäre mit der Vermögensteuer. Ja, sparen wir uns den Aufwand. Trotzdem erkennst du ja wahrscheinlich die Realität an, dass die Bevölkerung verarmt in Deutschland, die Reichen ja trotzdem immer reicher werden. Du schreibst selber in deinem Buch, dass ihr eine möglichst breite Eigentumsverteilung, absolut, und Vermögensverteilung angehen wollt. Ja. Wie passt das zusammen, wenn du gegen eine Vermögensteuer bist, gegen eine Erbschaftssteuer? Na genau deshalb. Was? Na genau deshalb. Ich will die Leute, dass sie Vermögen aufbauen und Kinder haben. Und das tun sie genau deshalb, wenn sie auf das Vermögen nicht. Ja, es geht doch hier gerade um die normale Bevölkerung. Die soll doch von der Vermögensteuer und auch von der Erbschaftssteuer, die vernünftig gestaltet wäre, wären die doch überhaupt nicht betroffen. Also die normale Bevölkerung, für die macht es keinen Unterschied, ob die Reichen jetzt höhere Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer zahlen. Beziehungsweise doch, es macht einen Unterschied. Wenn die Reichen kleineres Vermögen haben, dann haben sie weniger Geld, mit dem sie Vermögenspreise aufblähen können. Also die Vermögenspreise für die gemeine Bevölkerung, die wären dann sogar niedriger. Also es wäre für eine normale Familie einfacher, sich ein Haus zu leisten, wenn die Leute, die, wie gesagt, 50 Häuser besitzen, wenn die etwas höher besteuert würden und deswegen ein paar von den Häusern vielleicht verkaufen müssten, dann würden die Häuserpreise fallen. Also es wäre für die normalen Leute gut, wenn man hohe Vermögen höher besteuern würde. Versteuert werden und sie haben dann viele Kinder und werden ja Vermögen aufbauen, wenn sie wissen, meine Kinder kriegen das, was ich aufbaue. 30 Millionen Menschen haben kein Vermögen in Deutschland. Und ja, das ist zu wenig. Wir müssen viel mehr Leute haben, die Vermögen haben und wir ja wissen auch, wie es geht. Der Trick, um Vermögen breit zu... Höhere Löhne. Höhere Löhne, niedrigere Steuern für die Mitte und für die Armen. Mehrwertsteuer abschaffen beispielsweise, Konsumsteuern abschaffen und Tarifverträge ausbauen. Also so schafft man Vermögen. Aber das hat Maximilian Kran keine... ...zu streuen, ist Wohneigentum. Wir sind in Deutschland bedauerlicherweise ein Land von Mietern. Und wir müssen es wieder schaffen, dass auch eine Sekretärin und ein Busfahrer, wenn sie zusammenleben, ja, sich eine Eigentumswohnung leisten können. Und das werden sie nur dann tun, wenn sie wissen, erstens, diese Eigentumswohnung wird mir am Ende nicht besteuert gegen die Vermögensteuer. Und zweitens... Wie gesagt, nein, kein Vorschlag für die Vermögensteuer, der auf dem Tisch liegt, sagt, wir besteuern eine Eigentumswohnung. Völliger Schwachsinn. Wie gesagt, die Linkspartei hat, glaube ich, gerade einen Freibetrag von 2 Millionen Euro in der Diskussion. Ich würde sagen, dass ein bisschen zu niedrig. Man sollte sagen, 10 Millionen Freibetrag, damit wirklich jeder aus dem Mittelstand weiß, ich bin davon nicht betroffen. Und damit man auch weniger Verwaltungsaufwand hat. Je höher der Freibetrag, desto geringer der Verwaltungsaufwand im Vergleich zu den Einnahmen. Das ist relativ einfach, weil man dann wirklich nur die ganz großen Vermögen trifft. Und das sollte ja auch das Ziel sein. Diese Eigentumswohnung können wir irgendwann mal an unsere Tochter vererben, ohne Erbschaftssteuer. Genau deshalb. Ja, auch Erbschaftssteuer, 10 Millionen Freibetrag von mir aus. Oder 20 Millionen. Also mach mir von mir aus ganz hoch. Wie gesagt, es geht mir um die Leute, die hunderte Millionen, Milliarden Vermögen haben. Es geht mir nicht um die Leute, die eine eigene. Die sollte man gar nicht besteuern. Natürlich nicht. Vermögenssteuern Gift, denn sie verhindern den Vermögensaufbau der arbeitenden Mittelschicht. Wir brauchen mehr Vermögen in der Mitte. Als Anwalt weißt du, dass es Freibeträge gibt, auch heute? Ja, genau. Und alles, was bei der Vermögensteuer zur Diskussion steht, wie gesagt, bei der Erbschaftssteuer, da sollte man die Freibeträge, die wir gerade haben, deutlich erhöhen. Sage ich hier die ganze Zeit. Selbstverständlich. Steuer, wie gesagt, alles, was da überhaupt auf dem Tisch liegt, geht von sehr hohen Freibeträgen aus. Das heißt, es steht gar nicht zur Diskussion, dass davon eine Eigentumswohnung betroffen sein könnte. Heute schon. Und bei Vermögensteuer wäre das ja natürlich ähnlich. Diese Freibeträge decken zurzeit nicht einmal eine Eigentumswohnung in einem Ballungsraum wie München ab. Das heißt, ja, und das ist katastrophal. Also der Freibetrag, der liegt, glaube ich, bei 500.000 Euro bei der Erbschaftssteuer bei nahen Verwandten, den sollte man auf 10 Millionen erhöhen. Wie gesagt, ich sage jetzt 10 Millionen so aus dem
das jetzt bei 10 Millionen, bei 5 Millionen oder bei 15 Millionen macht, das ist jetzt nicht so entscheidend. Das sollte auf jeden Fall so hoch sein, dass dass eine Eigentumswohnung beispielsweise nicht betroffen ist. Also, ja. Sagt, ich baue was auf, ich bin Münchner. Nehmen wir München, ist ein schönes Beispiel. Nee, Outlaw, was du da gerade zitierst, da geht es um Spitzensteuersatz, das ist was völlig anderes. Also, was du da gerade meinst, das ist Einkommen, das ist nicht Vermögen. Redet nicht jeder was. Du bringst ja gerade zwei Sachen durcheinander, die wenig miteinander zu tun haben. Und die bauen auf und sparen sich vom Munde ab und haben rechtzeitig investiert und haben jetzt drei Eigentumswohnungen und zwei Kinder. Dann wird eine dieser Eigentumswohnungen im Erbfall dran glauben müssen. Und das finde ich ungerecht. Trotzdem ist der Stand heute, die Realität heute, dass zwei Superreiche in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die untersten 42. Das finde ich nicht gut. Ja, aber dass du da was ändern willst? Nein, es ist der Politiker muss auch einsehen, wenn er etwas nicht ändern kann. Man kann da nichts ändern, dass zwei Menschen in Deutschland so viel Vermögen haben wie die untersten 42. Ja, da kann man nichts ändern. Nein, weißt du warum nicht? Kann man natürlich was ändern. Nein, weil der einfach geht. Dieses Vermögen liegt doch nicht in Deutschland. Der hat das Vermögen doch nicht in einem Bargeldkoffer unterm Bett. Der hat das auch nicht in deutschen Immobilien. Der hat auch nicht nur deutsche Aktien. Mhm. Sondern dieses Vermögen. Der reißt die Fabrik dann ab, oder was? Dieses Vermögen besteht bereits heute, wird verwaltet von einem Family Office, das vermutlich noch nicht mal in Deutschland sitzt. Dieses Vermögen besteht aus Immobilien in der halben Welt. Ja, und man kann auch keine Kapitalverkehrskontrollen einführen, wenn es zu Kapitalflucht kommt. Sowas geht nicht. Nein, also wir können die Einwanderung können wir ändern, Familienpolitik können wir ändern, Außenpolitik können wir ändern, alles ändern. Wir können wirklich Verfassung können wir ändern. Aber was wir nicht ändern können, ist die Freiheit der Finanzmärkte, Freiheit des Finanzkapitals überall, das Kapital hinzuschieben, wo es es gerade will. Kapitalverkehrskontrollen, das gibt es gar nicht. Über sowas sprechen wir gar nicht. Oder halt Steuer einfach an die deutsche Staatsbürgerschaft binden. Also 90% aller Superreichen und auch aller Topmanager leben in ihrem Heimatland. Wie gesagt, die Zahl ist von Michael Hartmann, die zitiert er immer wieder. Das ist ein Elitenforscher, der seit 40 Jahren zu gesellschaftlichen Eliten forscht. Oder also ich glaube sogar noch länger. Der war hier auch bei Jung und Naiv zu Gast. Und das schon beim jetzigen System, wo es relativ einfach ist, an ein anderes Land zu ziehen. Wenn du jetzt sagst, Steuern werden an die Staatsbürgerschaft gebunden, könntest du effektiv fast alle Superreichen, die es in Deutschland gibt, damit dazu zwingen, hier in Deutschland Steuern zu zahlen. Und es mag dann die paar geben, die sagen, okay, kaufe ich mir jetzt eine maltesische Staatsbürgerschaft und zahlt da Steuern, aber das ist wird eine absolute Minderheit sein. Es besteht weiterhin aus Aktienportfolios, die auch nicht nur deutsche Unternehmen betreffen, sondern die... Völlig egal. Also wenn der eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann muss er auf sein ganzes Vermögen Steuern zahlen. Punkt. Andere betreffen. Wenn du jetzt mit deiner Vermögensteuer um die Ecke kommst, dann zieht er erstmal aus Deutschland weg. Dann kannst du ihm zwar deine deutschen Immobilien enteignen, aber seine österreichischen Immobilien, seine britischen Immobilien, seine Immobilien in Dubai. Da könnte man ja Lösungen finden. Ich meine, wir wissen, die USA machen es anhand deines Passes. Wenn du Amerikaner bist, hast du auch in Amerika Steuern zu zahlen. Egal wo du in der Welt bist, du kannst nicht. Aber nicht Vermögenssteuern. Die gibt es in den USA für Ja, auch das könnte man so regeln, dass du weltweit auf dein Vermögen Steuern zahlen musst. Und wenn du das nicht machst, wenn du Steuern hinterziehst, dann wirst du halt als Steuerhinterzieher ins gesperrt. Und wenn du ins Russland fließt, wirst du über Interpol gesucht. Also, meine Güte, da kümmert sich dann der Rechtsstaat um dich. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Also, wir können die Steuergesetze nicht ändern, wir können Kapitalverkehr nicht kontrollieren, wirklich albern. Alles kannst du ändern, die ethnische Zusammensetzung Deutschlands kannst du ändern, aber Steuergesetze, die kannst du nicht ändern. Freiheit des Finanzkapitals, das kannst du nicht ändern. Also, merkt ihr mal auch, wo Maximilian Krah steht. Das ist doch sehr, sehr aufschlussreiches Interview. Also, du kannst alles ändern, außer die Vermögensverteilung, die ist heilig. Also, ich würde wirklich mal, ich habe jetzt hier das ganze Interview reagiert, aber ich würde wirklich mal einem von euch empfehlen, klippt hier diese Dinge, die ihr über Wirtschaftspolitik sagt, raus und schickt das ruhig mal linken Streamern und soziale Marktwirtschaft beispielsweise, Zella, Marlon, also klippt wirklich mal den Teil raus oder macht Timestamps, wo es um diese Themen geht und Proletopia. Schickt das Proletopia. Also schickt das wirklich mal linken Streamern, wenn ihr euch den Aufwand machen wollt. Ich habe jetzt auf alles reagiert, aber schickt das ruhig. Das zeigt wirklich, wie neoliberal die AfD ist. Klippt, wie gesagt, den Teil der Wirtschaftspolitik raus, den wir jetzt hatten. Der ist sehr, sehr interessant. Also, wenn ich mir das ganze Interview vorher angeguckt hätte, ich meine, wir haben ja jetzt live drauf reagiert, wussten ja gar nicht, wie es aussieht. Konnte man ja gar nicht wissen, aber dann hätte ich jetzt nur auf den Teil mit der Wirtschaftspolitik reagiert. Den finde ich doch sehr, sehr interessant. Ausländisches Vermögen auch nicht. Genau aus dem Grund. Ich möchte nur feststellen, du bist ein Vertreter, der für die armen und kleinen Leute da sein will, aber wenn es darum geht, wie man die Superreichen weniger superreich
Guter Punkt, Agi. Da ist die AfD schon ziemlich blind, muss ich eingestehen. Thorsten Schulte wollte mal einen Vortrag bei der AfD über das Geldsystem halten und wurde kurz vorher von Goldman-Weide ausgeladen. Ja, diese Neoliberalen müssen auf jeden Fall noch raus. Ja, wie gesagt. Also die Freiheit der Finanzmärkte, die ist nichts Ewiges und auf europäischer Ebene kann man das problemlos einschränken. Macht man ja auch schon. Also wenn es gegen russische Oligarchen geht oder gegen die russische Zentralbank, dann ist es ja plötzlich kein Problem, Vermögenswerte im Wert von 100 Milliarden Euro von heute auf morgen einzufrieren. Gegen internationale Verträge, also und auch zu massiven eigenen Schaden. Also das hat ja die Bedeutung des Euro wirklich kollabieren lassen. Aber wenn es gegen die eigenen Vermögen geht, die man ohne Probleme höher besteuern könnte oder wo man ohne Probleme mal härter regulieren könnte, dann Hilfe, dann geht gar nichts mehr. Also das würde uns ein CDUler oder ein FDPler genauso erzählen wie Maximilian Krah. Also braucht man jetzt gar nicht einseitig auf die AfD gehen. Das, ein SPDler, der würde das vielleicht noch ein bisschen, ja, wir sollten ja schon was für die Armen tun, aber der würde letztlich auch genau das Gleiche erzählen oder ein Grüner. Also die würden letztlich sagen, ja, es wäre ja schon schön, wir haben das Parteiprogramm stehen, aber letztendlich können wir daran ja nichts ändern. Also die drucksen dann viel mehr rum. Krah sagt das ja ziemlich offen, dafür kann man ihm auch dankbar sein, dass er hier ehrlich ist. Aber ja, wirklich interessant. Ich mache das. Nein, kann man nicht machen. Ich stelle fest, ich bin ein Vertreter, der die Armen reich machen will, aber nicht die Reichen arm. Das ist der Unterschied zwischen mir und Sozialisten. Ja, du willst den Reichen eben nichts wegnehmen. Nein, ich will den Armen reich machen, aber nicht den Armen reich. Wie willst du die Armen reich machen? Ja, wie willst du die Armen reich? Mir gefallen die Fragen von Thilo irgendwie. Also das hier ist wirklich viel näher am Gauland-Interview als am Erika Steinbach-Interview. Das gefällt mir bisher. Also Thilo, gutes Interview. Indem ich ihn Wohneigentum zum Beispiel verschaffe. Schenke. Durch günstige Kreditzinsen. Ja, aber wie bekommt man einen Zins und Kredit? Du bekommst, wenn du arbeitest. Wenn die Arbeit nicht da ist? Die Arbeit ist da. Ah ja. Die Arbeit ist da, sie lohnt sich. Die AfD hat doch die Niedrigzinspolitik der EZB kritisiert. Also, und die Zinserhöhung, die hat sie gut geheißen. Also das ist ja das Gegenteil von dem, was Krah hier erzählt. Zurzeit nicht. Bei mir geht es um den Vermögensaufbau für die breite Mittelschicht. Das ist das. Das heißt, die Armen reich machen. Bei Sozialisten geht es immer nur darum, die Reichen arm zu machen. Das ist ein absolutes Idiotenkonzept, weil die Reichen verschwinden einfach und mit ihnen letztlich auch deren Unternehmen, ja, und so weiter. Und das ist immer gescheitert. Aber wie gesagt, du bist ja Jurist. Es gäbe ja rechtliche Möglichkeiten, wo man genau das... Nein, die gibt es nicht. Die gibt es nur, wenn ich bereit bin. Kapitalkontrollen gibt es nicht? Wenn die Immobilien bereits jetzt im Ausland sind? Ja, das ist was anderes. Naja, aber du hast ja gesagt, das Geld verschwindet ja dann ins Ausland. Die Immobilien sind doch schon im Ausland. Glaubst du wirklich, irgendeine reiche deutsche Familie? Aber eben meintest du gerade, das steckt eben nicht in den Immobilien. In den deutschen Immobilien, ne? Ach so. Nee, der Superreiche, der Superreiche. Kein reicher Deutscher hat heute mehr als 50% seiner Assets noch im Inland. Und er wird auch die Masse seiner Immobilien längst im Ausland haben. Im Übrigen genau wegen Diskussionen, wie wir sie hier führen. Weil er genau weiß, wenn ich nicht aufpasse, ist es bald weg. Also sichert er es. Jetzt bereits. Gut. Vermögen ist das eine, Einkommen das andere. Ist das alles Fake News? Ich habe mal nachgeguckt, 23 verschiedene Wirtschaftsfakultäten, Unis oder Zentren sagen, die unteren Einkommensschichten bis 40.000 Euro Jahres pro Jahr profitieren gar nicht von den AfD-Vorschlägen. Lügen die alle? Können die nicht rechnen? Ich würde sagen, sie können nicht rechnen. Du ja schon. Wenn wir einfach die Sozialkosten und wenn wir die Sozialabgaben reduzieren, das ist ja der Kern, profitieren die kleinen Einkommensgruppen. Das Ding basiert in der Regel darauf, dass man irgendwelche komischen Gegenrechnungen... Ja, aber Sozialabgaben sind Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Will die AfD irgendwas davon kürzen? Also sie hat ja, also Krah hat ja nichts davon. Amt und Selbstständige mit reinbeziehen sollen, dass wir weiter das Bemessungsgrenze abschaffen sollen, dass wir Kapitaleinkommen einbeziehen sollen. Also wem will Krah Geld wegnehmen? Das wäre die Frage, die man jetzt an der Stelle stellen müsste. Wie gesagt, hier geht es nicht um Bürgergeldempfänger, hier geht es nicht um Flüchtlinge, hier geht es wirklich um Leute, die zum Arzt gehen, Krankenversicherung, um Leute, die Pflegeheimplatz brauchen, Pflegeversicherung, um Leute, die kurzzeitig temporär arbeitslos werden, Arbeitslosenversicherung 1, und um Rentner, Rentenversicherung. Um diese Leute geht es hier gerade, wenn er von der Senkung der Sozialabgaben spricht. Also wem will er Geld wegnehmen, wenn er nicht an die anderen Stellschrauben ran will? Das ist jetzt die interessante Frage, die er uns vielleicht mal beantworten sollte. Und dann öffentliche Infrastruktur und so weiter meint er einrechnen zu müssen, würde ich nicht viel drauf geben. In der Regel schreiben die auch alle voneinander ab. Die irren sich alle. Ich habe das jetzt hier zum Beispiel gerade vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung zitiert. Das ist, glaube ich, Fratscher, der irrt immer. Nee, Fratscher ist von Deutschen, DIB. Okay, ich kenne nur die Fratscher-Studie, der hat immer, das ist immer eigentlich eine Bestätigung, dass wir recht haben, wenn der das Gegenteil sagt. Ich habe bisher keine einzige Studie gelesen, außer die, dass ihr selber sagt, dass ihr für die Armen, also die kleinen Leute sind, aber die kleinen Leute würden von euren Steuervorschlägen gar nicht profitieren. Aber es ist ja Lügen alles. Wir können gerne eine Studie erstellen. Sag mal, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht? Ich habe Zeit, mach mal. Okay, wir können bis zum 20. April machen, wenn du willst. Ist ja, heute ist Freitag, ja, es ist ein Wochenende Arbeit.
Wohnen haben wir ja schon angesprochen. Wir setzen auf Vermögensbildung der Mittelschicht. Ja, aber das ist das eine. Die Leute leiden aber heutzutage schon hier in den Großstädten unter den hohen Mietpreisen. Immobilienpreise gehen durch die Decke. Ja, ist doch klar, warum. Ja. Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, die Bauvorschriften, dank der Grünen, sind so absurd, dass ich nicht mehr so bauen kann, dass ich am Ende zu einem sozialverträglichen Preis vermieten kann. Das heißt, selbst wenn die Grundstücke... Ja, Bauvorschriften. Es gibt auch was anderes, was sich in den letzten 2 Jahren verändert hat. Also wenn wir uns den Neubau von Wohnungen ansehen, das kann man, ich suche die Statistik jetzt nicht nur mal extra, kann man sehr gut zeigen an den Neuanträgen für den Wohnungsbau. Die sind 2022 mit den Zinserhöhungen der EZB eingebrochen. Die waren vorher auf einem stabilen Niveau, Neuanträge auf Wohnungsbau von ungefähr 30.000 Jahre lang. Und die sind jetzt bis auf unter 20.000 eingebrochen. Warum? Weil die EZB die Zinsen so stark erhöht hat. Die Bauvorschriften, die haben sich ja vorher in den letzten Jahren schon die ganze Zeit verschärft und trotzdem ist der Wohnungsbau gestiegen. Es wurden mehr Wohnungen gebaut, trotz Verschärfung der Bauvorschriften. Der Neubau von Wohnungen, der ist eingebrochen mit den Zinserhöhungen der EZB. Und diese Zinsen, die müssen dann natürlich letztlich von den Mietern gezahlt werden, die höhere Mieten zahlen müssen. Also es werden weniger Wohnungen gebaut, was bei der hohen Nachfrage natürlich zu Preissteigerungen führt, zu höheren Mieten. Und diese Zinsen, die werden als Kosten sowieso an die Mieter weitergegeben. Das heißt, wenn man etwas tun wollte, dann müsste man jetzt entweder Kreditprogramme auflegen, die an der EZB vorbei für niedrigere Immobilienzinsen sorgen, oder man müsste die Zinsen direkt senken. Also das sind die zwei Optionen, die ich sehe. Die zwei direkten Optionen, die man hätte, wenn man die private Wirtschaft in Schwung bringen wollte. Dann nützen Subventionen oder weniger Besteuerung oder Bauvorschriften relativ wenig. Man braucht niedrige Zinsen. Das ist das A und O bei Unternehmensinvestitionen und auch beim Wohnungsbau. Von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt werden würden. Und ich müsste nach den heutigen Bauvorschriften zu den heutigen Preisen bauen. Habe ich Quadratmeterpreise kalt, die nicht unter 12 Euro sind. Das ist nämlich in Dresden passiert. In Dresden gibt es Wohnungsgenossenschaften viel. Müsstest du ja noch kennen als Ostkind, die AWG. Die haben wir noch sehr viele. Und die haben relativ große Grundstücke. Warum? Weil man in der DDR hat man mit sehr viel Zwischenraum gebaut. Und daraufhin hatte die Stadt die gute Idee, diese Wohnungsgenossenschaften sollen verdichten. Sie sollen also auf ihrem eigenen Grund neu bauen. Und das wollten sie auch tun. Das Problem ist, die Bauvorschriften und die Baupreise sind so idiotisch mittlerweile, dass dann selbst die neu gebaute Wohnung, damals waren es 10 Euro, mittlerweile ist es nochmal teurer geworden, ungefähr 12 Euro kalt den Quadratmeter, kostet damit überhaupt keine Entspannung der sozialen Frage bringt. Das ist das allererste Thema. Das zweite ist, es tut mir leid, auch wenn es keiner hören will, wir haben eine Einwanderung nach Deutschland, die ist netto im Jahr 2023 bei 1,1 Millionen Menschen gelegen. Diese Einwanderung erfolgt ganz überwiegend in die Ballungszentren. Das heißt also, es strömen in die Ballungszentren sehr, sehr viele Menschen, die Wohnraum brauchen. Aber aufgrund der falschen Baupolitik kann nicht neu gebaut werden. Insofern ist es jetzt ein ganz einfaches Spiel. Die Nachfrage steigt, das Angebot bleibt aber gleich. Es steigt der Preis. That's it. Bei 1,1 Millionen muss man nur sagen, es gibt natürlich auch 100.000, die wieder Deutschland verlassen pro Jahr. Es gibt 100.000. Das ist schon die Netto. Es sind 2,3 Millionen neu gekommen, um dauerhaft hier zu leben. Und es sind 1,2 Millionen gegangen. Netto. Ja, ich glaube, seit 2015 10 Millionen dazugekommen in Deutschland. Also das, die Zahlen an Menschen, die hier in Deutschland sind, sind durch Zuwanderung schon deutlich gestiegen und das brauchen wir nicht. Können wir ja zumindest so außerhalb der EU relativ leicht fast auf null reduzieren. Also durch konsequente Anwendung des Asylrechts, wie wir gerade haben, und durch eine Beendigung von Wirtschaftsmigration. Also, oder ja. Ja, de facto einen kompletten Stopp von Wirtschaftsmigration. Es ginge ja, wenn man das politisch wollte. Also man kann auch die Freizügigkeit einschränken, genauso wie man das freie Handeln der Finanzmärkte einschränken könnte. Wie gesagt. Heißt das, wir sind im letzten Jahr 2023 um 1,1 Millionen Menschen mehr sind im Leben in Deutschland. Dauerhaft und diese Zuwanderung erfolgt nahezu ausschließlich in die Ballungszentren. Also die Ausländer sitzen in unseren Wohnungen, darum steigen die Mieten, oder was? Nachfrage erhöht sich, Angebot bleibt gleich. Was heißt das für den Preis? Das ist jetzt, Entschuldigung, das ist Ökonomie real. Ja, ist völlig logisch, was Kai hier zur Einwanderung sagt. Wie gesagt, damit sind wir jetzt beim nächsten Thema, aber natürlich sorgt das für eine Steigerung der Wohnungspreise, gerade in den Ballungszentren. Bei Einwanderer ja eher Raum verändern, sondern eher dahin, wo die Arbeitsplätze sind, dahin, wo sie schon eventuell Verwandte haben, also in die Ballungszentren. Und damit hat Kahn natürlich völlig recht mit dem Argument. Aber bisher, also ich würde sagen, damit beenden wir die Reaktion, da ich gleich noch einen Talk mit dem Brotfunk habe. Wir sind mit dem Interview leider nicht fertig geworden. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil zu den Aussagen, die Kahn gleich noch bringen wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht lohnt sich auch nicht. Ich
schau da mal, vielleicht wann anders. Aber war doch sehr interessant, hier drauf zu reagieren. In diesem Sinne, eventuell bis zum zweiten Teil, eventuell auch nicht. Ich finde, man hat hier gut gesehen, wie neoliberal die AfD war, wie ja stark das Wirtschaftsprogramm vor allem den Reichen dient und mit welchen wirklich hanebüchenen Antworten sich Krall hier da rauswindet, wenn es beispielsweise um eine höhere Besteuerung von Reichen geht und wie wenig Konzepte die AfD eigentlich dafür hat, um ja die arbeitende Bevölkerung in Deutschland in irgendeiner Art und Weise besser zu stellen.